Hallo zusammen. Wie Sie bestimmt schon mal gesehen haben, wir haben dieses Motorgehäuse von einem Kunden in Deutschland bekommen und wir haben letzte Woche die obere Hälfte bearbeitet mit Glasperlen. Und wie man sehen kann, die obere Hälfte sieht ganz schön aus, es glänzt. Wir haben sehr viel Dreck entfernt und auch diese graue Farbe, weil das Teil sehr alt ist. Und ja, wir werden heute die untere Hälfte auch bearbeiten, damit es auch genauso schön aussieht. Hier sieht man, wie dreckig das Teil ist, ganz schmutzig und auch diese graue Farbe, weil das Teil sehr alt ist. Wir werden das Teil in unserer 1215 Maschine bearbeiten. Diese 1215 ist unsere Cube Maschine. Das eignet sich sehr gut für Produktionslinien, weil es eine Tour an beiden Seiten hat. Und wir werden auch Keramik als Strahlmittel verwenden. Keramik ist viel stärker, vielleicht aggressiver und hält viel länger als Glasperlen. Hier ist das schöne, reine Ergebnis. Keramik als Strahlmittel ist sehr widerstandsfähig und sehr gut beim Entgraten oder Hämmern. Und zum Schluss sieht das Gehäuse sehr schön aus. Egal ob Keramik oder Glasperlen als Strahlmittel, sieht das Finish hervorragend aus.